Ah, hallo zusammen. Seid ihr auch heute hier? Ja, ich stehe hier in der Gemeindekirche St. Antonis Abbas. Und ihr werdet euch sicherlich gefragt haben, warum ausgerechnet ich am 17. März hier in der Kirche bin, ganz alleine. Ja, ich wollte mal ein bisschen die Stimmung schon mal aufsaugen, weil ja, in genau 6 Monaten hier in dieser Kirche mein Film uraufgeführt wird, am 17. September. Und das ist natürlich ein ganz besonderer Anlass heute. Dementsprechend habe ich euch ein kleines Schmankerl mitgebracht. Und zwar mein Kurzfilm über Schöneberg, den ich in den guten alten Bachelor-Tagen schon gedreht hatte. Leider könnt ihr euch den natürlich jetzt nicht in 3D angucken, wie er eigentlich konzipiert war. Aber ich glaube, in 2D ist er auch ganz ansehnlich. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und vielleicht sieht man sich ja dann am 17. September. Bin da mal. Das Seniorenstiftkloster Emmaus hat nicht nur in Essen-Schönebeck einen guten Ruf, sondern das Klösterchen ist auch weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Ich leite das Haus schon seit einigen Jahren und ich bin hier sehr gerne, ich arbeite hier sehr gerne, weil hier viele Menschen aus dem Stadtteil ein- und ausgehen, weil hier viele Schönebecker leben und weil das noch sowas hat wie Dorfcharakter, obwohl wir hier mitten in Essen sind. Essen-Schönebeck ist halt nicht Essen, sondern Essen-Schönebeck. Schönebeck, weil mir hier ständig Zeichen, Orte, Gebäude begegnen, die geprägt sind durch 6 Generationen Ansässigkeit und so etwas wie Gemeinschaftsgefühl mit vielen anderen Familien geschaffen haben, die auch dieses Dorf durch ihre Arbeit mit geprägt haben. Ich wohne seit 1977 mit meiner Familie in Essen-Schönebeck. Der Umgang der Menschen untereinander und miteinander hat mich zu der Motivation gebracht, in den Bürger- und Verkehrsbahn einzutreten und dort mitzuarbeiten. Ich bin heute erster Vorsitzender im Bürger- und Verkehrsverein Schönebeck, mache diese Arbeiten sehr gerne, weil es aus meiner Sicht wichtig ist, Tradition und Brauchtum zu erhalten. Darüber hinaus wohnt man natürlich nicht hier sehr schön, sondern wunderschön, obwohl wir mitten im Ruhrgebiet leben. Haben wir hier die wunderbare Gelegenheit, sehr ländlich und dörflich leben zu dürfen. Also, wenn ich gefragt werde, was findest du eigentlich in deinem Stadtteil so schön und lebenswert, dann kann ich sagen, ganz einfach, erstens die Bevölkerung, zweitens muss ich sagen, das umgrenzende Grün, drittens, dass wir einen Sportverein haben, der weit über Essen-Grenzen in Deutschland sogar hinaus bekannt ist durch die Frauen-Bundesliga und wir haben die fördern die Geselligkeit in unserem Stadtteil, weil die kolossal untereinander menschlich verbindet. Und wenn vor ein paar Monaten die WAZ als Zeitung über unseren Stadtteil geschrieben hat, wir sind das gallische Dorf im Essener Nordwesten, dann ist dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Firma Deichmann hat vor über 100 Jahren hier in diesem Stadtteil angefangen mit einem einzigen Laden und ist dem Standort treu geblieben, weil wir immer die Möglichkeit hatten, uns hier auch weiterzuentwickeln, auch räumlich. Die Firma ist kontinuierlich gewachsen und ja, die Kommune hat auch immer die Möglichkeit gegeben, das hier am Standort zu realisieren und deswegen sind wir gerne hier geblieben.
Ich bin gerne Schönebecker und bin vor allem der dritten Generation Schönebecker, weil ich denke, dieser Stadtteil wird ausgezeichnet durch den Charakter eines Dorfes in einer Großstadt. Bin in der dritten Generation im gleichen Kindergarten wie meine Eltern, meine Großeltern. Gehe bin zur gleichen Grundschule gegangen und besuche den gleichen Sportverein, für den ich heute verantwortlich zeichne. Bin stolz darauf, meinen Teil dazu beitragen zu können, 3.500 Menschen in Schönebeck zu bewegen und damit einen Beitrag zu leisten, dass wir weiterhin ein gesunder, sportlicher und grüner Stadtteil in Essen bleiben. In Schönebeck lebe und arbeite ich gerne an erster Stelle wegen der Menschen, mit denen ich hier leben und arbeiten darf. An zweiter Stelle wegen der praktischen Gebäude, angefangen bei der Kirche. An dritter Stelle wegen der Erfahrung, dass hier manches vielleicht doch etwas leichter ist als anderswo. Und an vierter Stelle in meiner Hoffnung, dass das Mittragen der kirchlichen Veränderungen auch in Zukunft so sein wird. Ich wohne gerne in Schönebeck, weil hier sehr kontaktfreudige und offene Menschen leben, mit denen man gut feiern kann, wie halt mit guten Freunden. Das alles führt zu gutem Zusammenhalt der Schönebecker.